Ja, liebe Mitchristen, wenn es um Vermögenswerte geht, sind wir oftmals sehr wachsam. Sind wir auch wachsam, wenn es um uns geht, um unsere Seele? Sie ist es, die uns so unendlich wertvoll vor Gott macht. Seid wachsam. Dazu ruft uns Jesus Christus im Evangelium des ersten Adventssonntags auf. Stärken wir unsere Wachsamkeit, wenn wir erneut die Beziehung zu Gott suchen, gerade in der Mitfeier von Gottesdiensten, im Empfang von Sakramenten, im persönlichen Gebet oder in der Stille. Dort will Gott uns begegnen. Gott will uns aber auch begegnen aus den Mitmenschen heraus. So viele Menschen begegnen uns im Laufe eines Tages. Arbeitskollegen, Freunde, die Familie. In diesen Tagen denke ich aber auch ganz besonders an die vielen Menschen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, die Elend, Not und ihre Heimat verlassen haben, in der Hoffnung auf ein besseres Leben hier bei uns. Gott will uns begegnen. Aus ihren Augen heraus blickt uns Christus an. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Aber eines ist sicher, er wird kommen, um uns zu begegnen. So wünsche ich Ihnen einen gesegneten Advent und eine gute Wachsamkeit. Ihr Pfarrer Alexander Huber aus Lappersdorf.